So, YouTube. Da sind wir wieder. Vieles nicht passiert, außer dass gerade der Laden. So, weniger Arbeiter und die Straßenladestation fertig sind. Und ich sehe, die haben nicht genug Strom. Das könnte ein Thema sein. Haben die hier überhaupt Strom? Abwassertank überfüllt. Ja, da haben wir das Thema. Wir müssen uns erweitern. Irgendwo Wasser und Abwasser nochmal hinmachen. Und ich glaube auch, der Müll, gut, der wird noch gebaut, die Straßen, könnten ein Problem werden, genau wie Wasserzufuhr. Ich glaube, gibt es nicht nur hier oben Wasser? Ja, hier. Reicht das überhaupt für alle? Zufälligerweise, ja. Oh, das habe ich ja gut gesetzt, aber Abwasser habe ich hier oben nur gesetzt. Das reicht nicht mehr für alle. Wäre aber auch eh problematisch, das überfüllt nach und nach. Da brauchen wir auf jeden Fall einen zweiten Abwasseranschluss. Da würde ich an den hier rangehen und vielleicht hinter die Kirche setzen. Das wäre die einfachste Lösung, weil hier hinten nicht mehr viel hinkommt. Und das ist eine schöne Stelle, um das zu verstecken. Dicht an die Kirche ran. Der Weg geht nach rechts. Okay, dann machen wir den auch nach dort. Ihr kennt ja mein Prinzip, wie ich es baue. Da werde ich jetzt mal nichts dran ändern. Und Abwasser ran. Auch wenn wir es jetzt nicht brauchen, nicht. Ich sehe die immer vor, weil irgendwann hat man vielleicht mal nicht so gute Zeiten. Und dann ist es blöd, wenn man die Sachen nicht hat. Und einen Abwasseranschluss kann man leichter bauen als so ein Verteilungssystem mit Pumpen. Gerade wenn weniger Geld da ist, kann man vielleicht noch eine Sache bauen und ein Wohnhaus und sich somit nochmal retten. Mal gucken, wie das diesmal hier ist. Und wo kommt das Abwasserding denn selber hin? Eigentlich auf die Seite. Eigentlich am besten, wenn wir das so verbinden. Schaffen wir das? Können wir das schaffen? Nein, wir schaffen das. Doch, schaffen wir. Sehr gut. So, dann hätten die hier hinten nämlich auch Abwasser. Und wir wollen uns ja hier erweitern. Dann passt das. Was noch nicht passt, sind dann die Wege. Aber da können wir einfach den hier nehmen und reicht das? Das klappt sogar. So, sehr schön. Dann können die das in Ruhe bauen. Hier haben wir ja schon vorgesorgt. Oh, aber hier fehlt die Pumpe. Oh, das ist nicht gut. Warum habe ich denn die nicht gebaut? Da müssen wir mal kurz ran. Da hat jemand geschlafen von uns. Der Erste möge bitte vortreten, damit wir den ersten Stein schmeißen können. Wer von euch hat hier die Pumpe nicht gebaut? Ich möchte Namen. Weil genau in die Richtung wollen wir uns doch dann erweitern. Naja, gut. Wir sind noch mal nicht so, wer ohne Sünde ist, schmeiße den ersten Stein. Nicht wahr? Und das hier war ein Problem, weil der, das hier gehört, ach, das gehört zur, das gehört zur Schule, deswegen. Ich habe mich schon gewundert, warum hat die denn da so einen Weg bekommen, den wir nicht wegkriegen. Aber das ist anscheinend direkt so vorgesehen von dem Ding. Weil das Problem jetzt ist, wenn wir den da anschließen, kriegt der das da nicht ran, weil der zu eng war. Aber so kriegen wir es hin. Okay, dann machen wir die hier aber auch noch aus Kies und die anderen seitlich aber nicht. Die sind doch nicht wichtig. So vielleicht. Dann sind die wieder angeschlossen.
Und die Baufahrzeuge sind wunderbar beschäftigt. Wir könnten den superschnellen Modus mal ausprobieren. Weil alle Leute ja relativ zufrieden sind. Und Strom brauche ich noch. Hm. I forgot the Strom. Dann würde ich sagen, wir nehmen wieder diesen kleinen blauen Kasten. Und wo hatten wir die denn überhaupt? Ich würde gerne, was mir fehlt, ist so eine Anzeige jetzt zum Beispiel, dass das mit einer einfach markiert ist. Nicht? Dass ich sehe, ah, da war eins und gerade die kleinen Dinger, hier war eins. Das heißt, hier ganz hinten fehlt wirklich eins. Dann können wir das einfach hier mit ranklamüsern. So, ich meine, mehr kann hier eh nicht mehr hin. Aber ich stelle den gerne immer so mit dem Rücken irgendwo ran. Vielleicht so, dann würden wir nämlich mit dem... vielleicht eher so. Das wäre nämlich gut, weil dann würde es an den Rücken der Kirche zeigen. Würde man das von außen nicht so wahrnehmen. Ah, passt. Jetzt ist nur die Frage, kriegen wir den Strom daran? Scheint erstmal kein Problem zu sein. Und dann müssen wir irgendwo hier ran. Dann würde ich sagen, gehen wir bis hier und dann da hoch und ran da. So, dann sind wir hier hinten komplett versorgt. Dann brauchen wir zwei Fahrzeuge, einen Kühllaster und einen normalen Transporter. Bei den abgedeckten nehmen wir wieder den, würde ich sagen. Und bei der Kühlung wieder den. Da brauchen wir nur den 2,5 Tonner, oder? Der ist doch kleiner. Das ist ein kleiner Laden. Das reicht. So, und du von hier belädst dich mit Nahrung. Und du nach da entlädst dich mit Nahrung. Rein da. Und wir können sagen, warten bis leer und dann, wenn er da drin ist, sagen wir starten. Starten. Sehr gut. Und da ist der kleine Kühllaster und du belädst dich hier mit Fleisch. Und du entlädst dich hier mit Fleisch. Warten bis leer. Und starten. Starten. Gut. Und jetzt gehe ich mal kurz aufs Beschleunigen. Mit Steuerung, wenn man im Schnellmodus ist, und 2 auf dem Numpad, kann man nämlich super schnell beschleunigen. Man muss nur ein bisschen aufpassen, die Menschen werden dann nicht mit berechnet und wären unzufrieden. Deswegen sollte man es nicht zu lange hintereinander machen, sonst sterben die aus. Und dann kriegt der Laden nämlich Essen, Fleisch und Strom kriegen die denn auch. Vielleicht immer, wenn man so ein bisschen... Jetzt ist nämlich mal ein bisschen was drin. Ah, es gibt keinen Weg hier rüber. So. Jawohl. Und die müssen aktuell da rumlaufen. Die kriegen hier einen Anschluss, so. Einen sauberen, neben den Müllsachen. Hier an der Straße. Der Laden kriegt auch seinen Anschluss. Und hier liegen sogar noch Ressourcen drin. Sehr gut. Tankstellen funktionieren. Und hier ist doch eine super Stelle noch für ein monumentales irgendwas. Nee, nicht die Technische Universität. Wir brauchen Monumente. Wo sind sie?
Attraktion, auch nicht schlecht. Eine Bowlingbahn. Ein Freizeitpark-Ding könnte man hier hinsetzen, aber mittendrin im Karussell nirgendwo. Na gut, an der Schule könnte fast Sinn machen, aber ich glaube ein Monument. Manchmal, das Ding hier spinnt manchmal rum. Monument. Es gibt so viele Kategorien. Das ist ja süß. Auch süß, das können wir eher hier vorsetzen. 1918 bis 1980, wie auch immer das ist. Hier kann doch was Großes meinen. Wo sind die großen Dinge? Wir wollen was Großes. Ja, kommt schon in die richtige Richtung. Na. Hm. Eine Kuh? Nee, nicht unbedingt. Eine Fahne. Ein Friedhof. Ja, neben der Schule vielleicht nicht so gut. Der könnte zu einer Kirche dann kommen. Ein U-Boot. An der Polizei so ein U-Boot? Aber es hat gar keinen positiven Effekt, dann will ich es auch nicht. Hm. Die Dinger sind halt recht groß. Das könnte man hier hinsetzen. Noch ein Friedhof. Ah, ein Triumphbogen. Ja, den können wir woanders vorsehen. Das kleine Ding. Der Uhrentower. Der würde hier gut hinpassen, oder? Uhrentower? Bauen wir hier einen Uhrentower hin. So an der Schule und so zentral, nicht? Das passt schon. An der Polizei. Dann sieht man von überall die Uhr. Das gefällt mir. Wassertank überfüllt. Oh oh. Das wird nicht gut. Das macht die Leute auf Dauer krank. Aber wir können nicht schneller bauen, als wir bauen können. Wir können halt nur hoffen, dass es klappt. Dass die hier schnell fertig wären. Okay, Gefängnis. Da können wir mal niedrige Priorität drauf geben, nicht? Das ist durchaus relevant, aber nicht so sehr. Und wir haben nur noch 2 Millionen, sonst hätte ich gesagt, baue ich noch mehr Baubüros, aber die kosten mich allein die Autos 400.000. Das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten erstmal. Ich meine, schon mal gut, dass wir 22.000 mit dem Export machen, nicht? Das kommt... kompensiert echt viel. Aber man sieht, wenn wir jetzt bauen, direkt auf 40.000 hoch. Das wird nochmal ein teurer Spaß. Danach brauchen wir unbedingt Einwohner hier. Eigentlich brauchen wir die Einwohner jetzt. Es wäre vielleicht sinnvoller, erst die Einwohner zu bauen. Und jetzt muss ich ranzoomen, damit wir das ganz genau wieder setzen. So vielleicht. Könnte das passen? Sieht ganz akkurat eigentlich aus. Und dann könnten wir wieder hier einen Müllplatz hinten hinzaubern. Oh, ich habe es aufgegeben, die Straße wird eh nicht gerade. Dass wir hier noch einen Müllplatz hinzaubern. Dann könnten wir nämlich die alle mit einem Müllplatz versorgen. Das ist gut. Müllplätze sind unsagbar effizient. Also solltet ihr auf jeden Fall bauen. Auch lieber gleich die großen. Und mit Straßenanschluss oder nicht ist fast egal.
So geht nur die Kurve. Gut. Und jetzt Müllplatz. Oh, der zweite hinten wäre gar nicht mehr dran. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Warum nicht? Warum nicht? Jetzt vielleicht? 123. Ganz knapp daneben wäre das. Okay, dann müssen wir den vielleicht eher so setzen. Das war zu eng. Ja, das sieht besser aus. Aber die Straße sieht scheiße aus. So, besser. Ich hoffe, die sind dann da immer noch dran. Manchmal reichen ja ein paar Zentimeter, dass das dann nicht mehr reicht oder passt. Und von hier wollen wir eigentlich nach hier vorne. Oh. Und am besten noch nach da ran und das ran. Und da kann wieder ein Monument oder sowas hin. Ich glaube, dann sollten die... Ah, der vielleicht nicht mehr. Vielleicht so. Dann ist der auch mit verbunden. Okay. Straße. Und irgendwie daran. Dann haben wir im ungefähr im gleichen Abstand Auf- und Abfahrten. Das ist ja auch okay. So. Wir versorgen auch hier nochmal alle mit Nahrung, die vielleicht nicht hier hinlaufen wollen. Und alle kommen sogar da hinten hin aktuell noch. Das ist ja tippitoppi. Und fast alle Wege sind gebaut. Oh oh. Vielleicht brauchen wir Vorfahrtsregeln an solchen Stellen. Ich glaube, ich habe mich nicht mehr dran gehalten, oder? Ne, wir haben noch keine Kreuzung. Sehr gut. Ich hoffe, das halte ich bei. Wir haben immer nur drei Dreiecke, nicht? Also T-Kreuzung. Außer halt, wo vielleicht zwei Gebäude aufeinandertreffen, aber das sehe ich jetzt mal nicht. Da haben wir ja keinen Verkehr wie hier. Das sehe ich jetzt nicht als Kreuzung. Bei der... Da fährt ja praktisch einfach nichts. Aber hier, wo Sachen aufeinandertreffen, da fehlt uns aber jetzt was Wichtiges und das können wir noch nicht machen, weil das geht erst ab Kiesstraßen, glaube ich, nicht? Genau. Ich kann jetzt noch nicht sagen Vorfahrtstraßen. Das heißt, das nächste große Projekt, nachdem die Wohnhäuser fertig sind, die kriegen jetzt mal eine höhere Priorität, wäre dann... Und das eine kriegt keine Bürger, weil dann können wir die Kinder, die 69, direkt in ein leeres Gebäude verfrachten. Eigentlich brauchen wir auch das zweite Gebäude nicht wirklich, oder? Ja. Hier die Kapazität. Sieht noch okay aus. Schule viel zu viel. Nur Straftat nicht und ohne Jobs. Okay, also vielleicht nicht genug Straftaten. Wir könnten hier mehr ungeprüfte Strafsachen, ja, mehr Beamte reingeben. Schwere Kriminalität, oh oh. Niedrige Priorität, aber es wird zuerst gebaut. Finde ich immer richtig klasse. Und da sehen wir den Eingang. Ich finde, der passt immer ganz gut zum Gefängnis. Bis dann nochmal, Mensch. Schön, dass du da warst. Und nicht nur Reh warst. Immer die kleinen Sticheleien mit dem Chat, nicht wahr? Okay, Strom hatten wir. Abwasser. Wasser hatten wir noch nicht.
Wasser hatten wir noch nicht weiter geplant. Oh oh, und ich sehe, hier werde ich auch nicht weiterkommen mit Wasser. Ja. Ah, okay. Da könnten wir nur nach links mit dem. Aber hier können wir, mit dem können wir nach rechts. Das heißt, wir brauchen noch irgendwo einen Wasseranschluss. Aber Wasseranschluss ist einfacher. Den kann man halt irgendwo hinpacken. Nicht? Der kann zum Beispiel hier einfach dahinter an die Mülldings. Klonksi. Das stört er nicht. Der nervt er nicht. Falsch rum natürlich. Ja. Er nervt zwar nicht, aber er ist falsch rum. Hm. Der muss so rum hin. Er nervt er trotzdem nicht. Alles gut. Und wir kriegen ihn sicher sogar da angeschlossen. Ach, das ist der Verteiler. Ach so, das ist Wasser Ein- und Ausgang. Ah, ist ja noch besser. Ja, dann nach da, oder? Nach hier brauche ich keinen Wasseranschluss. Da würde ich von da eher kommen. Und dann können wir noch ein Wasserverteilungsdingsi setzen. Zum Beispiel hier auf dem Gelände vom Einkaufsladen. So. Da stört es nicht. Da passt es hin, nicht als Zusatzgebäude. Wäre nur schön, wenn ich... da kriege ich keinen Weg hin. Der macht mir einen Strich durch die Rechnung. Was ist hier? Oder wir machen es auch nach hier. Aber da sind schon überall die Wege, nicht? Ich könnte den kleinen nehmen. Der passt hier auch nicht mehr hin. Bam, bam, bam. Der... Und... Na gut, hier ist nur das Problem mit dem Weg. Das wird sich nicht ändern. Egal welchen ich nehme. So kriege ich halt keinen Weg ran. Boah, diese... Dings macht mich irre, nicht? Ich meine, wir kriegen den hier schon so. Sieht doch aus wie so ein Trucker-Wartehäuschen oder sowas. Passt schon. Das kriege ich verkauft. Und einen schönen Anschluss. Na gut. Und dann haben sie, glaube ich, genug zu tun für eine ganze Weile. Wir wollen mal ein bisschen beschleunigen. Müssen nur immer drauf achten. Okay, hier zum Beispiel. Oh, keine Sportarten. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Hier nochmal was für Sport hinzusetzen, hier hinten. Ich baue gerade schon wieder zu viel, nicht? Die Baubüros kommen gar nicht nach und ich... Oh, ich baue noch was. Oh, vielleicht noch hier. Oh, noch da was. Aber damit müssen sie leben. Ich bin immerhin die erhabene Eminenz. Und wenn sie nicht spurten... Dann gibt's Ärger. So. 5 erlaube ich daneben. Okay. Keine Kirche. Na. Keine Kneipe. Oh, stimmt. Wir wollten hier hinten noch eine Kneipe irgendwo hinsetzen.
Das wäre wichtig, weil die ist echt weit weg. Ich meine, durch die verbesserten Wege kommen die schon alle ganz gut daran. Eigentlich kommen alle daran. Außer er hier. Da könnten wir den Weg noch zum Beispiel zu Kies machen. Und den Weg auch. Den Weg. Und diesen kleinen Weg. Diesen kleinen Weg. Und dieser kleine Weg. Und was mir nicht gefällt an der Stelle, ist diese kleine Kante, weil der Weg nicht gerade wurde. Weiß ja nicht, wer da schon wieder geschlafen hat. Aber dann würden wir nochmal hier das nochmal neu setzen, glaube ich. Jetzt habe ich hier zu viel weggenommen. Müssen wir das nochmal machen. Also, hier außen haben wir Kies. Ja. Hier haben wir Kies. Das sieht ein bisschen komisch aus, oder? Nehme ich nochmal weg. Vielleicht wenn ich... Ne. Gut, man könnte den auch schräg machen, den Kies. Ich weiß nicht, ob das dann besser wird dadurch. Vielleicht ein bisschen. So. Ja. Später, wenn die Straßen drüber sind, dann geht das. So, Rollfeld. Jetzt orientieren wir uns an der Straße, würde ich sagen. Und dann ziehen wir das eigentlich bis hierhin durch. So besser, oder? Ich weiß gar nicht, warum das Kino eine Anlieferungsfläche hat. Achso, für den Müll. Ah. Ja, schade, dass man hier zum Beispiel nicht den Brunnen hin hätte setzen können. Aber ich finde das auch so mit der Statue und dem Brunnen passt das schon ganz gut. Ja, die Dinger werden leider nicht gebaut. Die können wir alle abbrechen. Ich weiß gar nicht. Womit? Damit? Nee. Muss ich die alle einzeln abreißen? Naja, gut. Aber ihr habt ja gesehen, nicht? Der Wille war da. Aber da ich die Errungenschaften gerne hätte, kann ich die Dinger halt nicht setzen. Muss sie abreißen. So ist es halt. Es ist halt blöd, dass die immer einen Fußweg brauchen, um was zu bauen. Also die Beschränkung wäre cool, wenn die irgendwann nicht mehr da wäre. Ich glaube, das ist programmiertechnisch schwierig. Aber man hätte einen dritten Wegetyp einführen müssen. Und zwar nicht nur Fußwege und Fahrwege, sondern auch die entsprechenden, ja, wie nennt man das? Vielleicht Bauarbeiterwege, nicht? Also man kennt das ja, man fährt über eine Straße und dann ist da so Asphalt aufgeschüttet, weil da die Baufahrzeuge drüber fahren. Dass die sich halt selber so einen Weg zu ihren Baustellen dann legen müssen erst. Das wäre zum Beispiel eine Option. Zwölf Verjährungsfristen in diesem Jahr schon. Ja. Gefängnis läuft noch und wir schrammen gleich unter die 2-Millionen-Grenze. Danach haben wir erstmal einen harten Baustopp. Aber ich denke, mit den beiden Einwohnern hier kommt nochmal ein guter, frischer Wind rein. Und wir können sogar sagen, Bürger sind teuer. Wir kriegen doch genug Kinder. Wir haben schon 83 Leute, die ins Gebäude einziehen wollen. So ein Gebäude fast 110. Und das andere wird dann auch instant voll über die Zeit. Und ein Gebäude brennt. Das erste Mal für unsere Feuerwehr. Der Kindergarten brennt.
Brauchen wir eine zweite Feuerwehr noch? Gibt es neue Feuerwehrautos, die wir kaufen können, bessere? Ich weiß nicht, ob das ein Level 23 reicht. Die ersten Kinder sind schon knusprig, aber alles gerettet. Kein zu Schaden gekommen, nur ein bisschen Bräunung bekommen. Sehr gut. Funktioniert. Das erste Haus ist auch gleich fertig. Dann kriegen wir nämlich auf einen Schlag wesentlich mehr Arbeiter. Und die bräuchten eigentlich noch eine Bushaltestelle hier hinten. Ja, die ist echt weit weg. Ich hätte die hier hinbauen müssen. Weil da ist eine, da ist eine, da ist eine. Ah, eigentlich sind die gut verteilt. Eigentlich muss hier eine hin. Das macht halt keinen Sinn, für die zwei Gebäude eine extra Bushaltestelle zu machen, oder? Vielleicht, wenn man später hier einen Anschluss macht oder so. Hier ist eine Bushaltestelle. Also hier muss auf jeden Fall eine dann noch hin. Auf die Seite. Zu viele Kriminelle. Wo? Ihr werdet überwacht werden. Ja, da sind jetzt alle Kinder eingezogen, die keinen Job hatten. Ich glaube, Kinder, die keinen Job haben, werden kriminell. Kann das sein? Das könnte natürlich ein Problem sein. Bam, 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 bam. Das wird das Problem sein. Kirche sollte noch passen. Wobei ich immer das Gefühl habe, dass die nur zu dieser Kirche laufen. Und deswegen meckern. Und nicht zu der. Kindergarten. Achso, weil er gebrannt hat gerade. Naja. Okay, wir beschleunigen nochmal. Jetzt muss man ein bisschen schneller gehen. Und wir sinken gleich unter 2 Millionen. 2, oh, und unter 2 Millionen gerutscht. Das heißt, offiziell eigentlich Baustopp. Außer es ist wirklich notwendig. Aber die wichtigsten Sachen haben wir in Auftrag gegeben. Hier sind eventuell zu viele Gebäude angeschlossen. Okay. Ja, wir haben zu wenig Stromverteiler. Der hat nur 39, der hat 63 und der hat einfach mal gleich 92. Ja, das ist echt hart. Das heißt, hier in der Nähe brauchen wir auf jeden Fall noch einen zweiten. Aber erstmal reicht es ja, dass die überhaupt Strom haben. Jetzt ist hier auch alles okay. Abwassertank nicht mehr überfüllt. Wasser ist hier. Ist sehr schön. Nahrung und Essen kommen rein. Dann sind die auch alle produktiver. Hier sind mehr Arbeitskräfte zur Verfügung. Ganz wunderbar. Das heißt, auch hier sollten mehr Arbeitskräfte jetzt reinkommen. Und jetzt werden wir eine andere Sache machen. Die Baubüros. Ich weiß, das ist keine gute Idee. Solange alle Arbeitskräfte hier drüber laufen, die da rauszunehmen. Das heißt, wir müssen jetzt ganz behutsam bauen. Weil sonst holen uns die Baubüros einfach alle Arbeitskräfte da raus, die zum Beispiel für kritische Infrastruktur gedacht ist. Aber wir müssen den Faktor ausländische Arbeitskräfte einfach mit wegkriegen. Und dadurch kriegen wir auch die Arbeitslosigkeit von 10% hoffentlich ein bisschen gedeckelt. Ich meine, wir können auch hier deutlich noch mit den Arbeitskräften runtergehen. Überall. Ich glaube, hier reichen auch ein paar weniger. Ich meine, ich habe gar nicht so viel Beamte, aber das springt zu stark. Warum ich hier nicht feiner einstellen kann, dass es nur um einen Platz sinkt und nicht um fünf. Das weiß ich noch nicht.
Kindergarten ist okay mit 12. Schule geht auch nur, da kriege ich auf 4 oder 10. Das ist auch okay, 93 Leute, die hier rein können. Das hier ist vielleicht ein bisschen zu viel. Da können wir noch runter. Krankenhaus kann eigentlich auch noch mal runter. Ich glaube nicht, dass wir auf einmal 15 Patienten haben. Da können wir dann erhöhen, wenn wir es brauchen. Gym können wir auch noch mal. Zwei weniger, 56 reicht doch locker. Na komm, machen wir 6. 6 ist gut, 84. Ich glaube, wie vorher, egal. Feuerwehr passt. So. Das heißt, jetzt sollten überall mehr Arbeiter zur Verfügung stehen. Und wenn hier mehr Arbeiter hinkommen, irgendwann, vielleicht mit dem Bus, ja, kommen immer kleckerweise, weil wir noch bauen, dann sollte das auch mehr Geld bringen. Ich glaube, das Einzige, was jetzt noch steht, ist das Gefängnis. Da sind noch unsere Arbeitskräfte drin. Warum können die nicht bauen? Das finde ich zum Beispiel, warum sind die Arbeitskräfte hier drin, wenn die Ressourcen nicht geliefert werden? Das kann das Spiel doch sicher besser berechnen. Bisschen schade immer. Ist die Bushaltestelle fertig? Ja. Dann können wir die eine Sache nämlich ändern. Und zwar diese Busse von der Buslinie. Die werden nicht mehr im Kieswerk halten, sondern dort und ihre Arbeitskräfte entladen und das Kieswerk nicht mehr direkt ansteuern. Genau. Und sie werden anstatt 30 bis zu 50% Leute mitnehmen. Jetzt sind die Palmen gewachsen. Ja, hier zwischen die Palmen müssen wir ersetzen noch. Das ist noch eine wichtige Aufgabe. Da vielleicht eine. Ich mach das jetzt nach Gefühl. Ah, passt schon. So. Kann ich hier wieder setzen? Immer noch nicht. Es geht vielleicht nach dem Laden dann. Hier auch nicht. Okay. Muss ich also warten, bis geladen ist. Zwei vielleicht. Ja, es könnte auch zu eng werden. Hier, warum habe ich da keine gesetzt? Ah, hier geht auch nicht. Auch erst nach dem Laden. Das sieht ja creepy aus. Der Schatten sah gerade aus wie so eine Hexe oder sowas. Hex. Dass hier keine hingeht, ist nervig. Da geht eine hin. Sehr schön. Und hier kriegen wir doch jeweils da und da und da und da. Hätte noch eine dritte hingepasst. Ja. Komm. Wenn es zu voll ist, nehme ich sie nochmal weg. Das hier, das ist nervig. Dass das da durchscheint. Das würde ich gerne wegbekommen. Ich glaube, dafür gibt es nichts, oder? Rasen wegbekommen. Okay. Ich würde sagen, wir machen noch den Oktober.
Ich spule mal bis Ende September vor und dann lassen wir mal den Oktober durchlaufen. Und gucken, was der so bringt. Naja, jetzt habe ich ein bisschen zu lange laufen lassen, nicht? Man sieht es gleich. Dann kann er die ganzen Bedürfnisse nicht ordentlich berechnen. Oh, 12 Wächter. Nee. Nee, 10 Wächter schon okay. Aber wir haben kein Essen, keine Kleidung und kein gar nichts für die. Haben wir eigentlich ein Lager oder eine Straßenladestation? Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Das Ding hat keine Lagerfläche und braucht 3 Sachen. Das heißt, ich muss 3 Fahrzeuge eigentlich permanent hier hin und her fahren lassen. Oder ich baue hier extra ein kleines Lager. Die Mechaniken sind so ein bisschen meh. Ohne Distributionsbüro nicht, ist es halt alles halbgar. Okay, das heißt, wir brauchen 2 normale und einen mit Kühlung. Dann nehmen wir den kleinsten hier. So, du von hier belade dich mit Nahrung und hier entlade dich mit Nahrung. Weil ich kann die da nicht stehen lassen, nicht? Weil sie hat 3 verschiedene Sachen holen müssen. Belade dich mit... Warte mal, aber die Kleidung... Die holen wir nicht mehr daher. Belade dich hier mit Kleidung. Zollhaus kann weg. Und entlade dich hier mit Kleidung. Okay. Und der Kühltruck... Belade dich mit Fleisch. Entlade dich mit Fleisch. Starten. 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 Gut, die Fahrzeuge sind noch in den September gerutscht. Das heißt, wir haben einen sauberen Oktober. Dann bin ich mal gespannt, was uns das bringen wird. Wir bauen hier jetzt nicht, das heißt theoretisch müssten hier hinten mehr Arbeiter reinkommen. Sieht gut aus. Der nächste bringt 0. Du kannst eigentlich zum Busbahnhof zurückfahren. Solange aber die kritische Infrastruktur hier... Wobei, die hat einen Puffer, nicht? Und einen guten Puffer. Die braucht gar nicht so viel. Eigentlich ist die kritische Infrastruktur das hier. Ein entflohener Häftling. Fehlende Vorräte für Gefangene. Ja, dann fliehen die eh stärker, ne? Finde ich eigentlich okay. So, dann wird nämlich das Gericht entlastet. Die Sachen kommen nicht mehr hier hin. Und hier sind auch keine offenen Strafsachen. Und dann sollte das nämlich auch eine Beruhigung in der Kriminalitätsrate in der Bevölkerung geben. Genauso wie, dass wir genug Wohnungen noch zur Verfügung haben. Und keiner zu Hause leben muss und alle einen Job hoffentlich haben. 4% Arbeitslosigkeit aktuell nur. Das finde ich sehr, sehr gut. Obwohl hier sehr viele warten. Vielleicht brauchen wir mehr Busse, die hier hochfahren, die Leute. Und aktuell sind wir nur 300 im Minus in diesem Monat. Und wir kaufen hier erstmalig auch sehr viel Nahrung nochmal ein. Und Fleisch. So, und dann sind die aber auch erstmal zufrieden, gleich die 7 Verurteilten. Wunderbarski. Nur noch 99 mit Universitätsabschluss. Da müssen wir ein Auge drauf haben, dass wir die immer nachholen. Das ist halt der teure Spaß. Also, jetzt haben wir so einen Grundstock. Ich würde sagen, die Industrie können wir auf jeden Fall noch hochpeppeln mit mehr Arbeitern. Das heißt, hier bauen wir so ein Reichenviertel.
damit hier Polizei und Gerichtsgebäude versorgt sind. Hier hinten vielleicht auch eher so ein Reichenviertel. Vielleicht mit so einem coolen Wohnhausblock oder sowas im Stile von diesen Gebäuden, die wir hier schon haben. Ziegelstraßen wären cool, nicht? So wie in den Niederlanden. Das gibt's aber auch nicht. Und hier vor kommt sowas wie vielleicht Rathaus, ein schöner Platz. Sodass hier wirklich so Innenstadt-Feeling aufkommt. Vielleicht eine Barockkirche noch dahinter, hinterm Rathaus oder so. Ja, dann haben wir hier so die Versorgungsgebäude in der Kette. Vielleicht geht die Kette hier so ein bisschen rum gleich, weil hier ja Industrie lang führt. Dass wir die hier so rumführen danach. Dann entsteht hier so der Innenstadtkern, der mit den hübschen Gebäuden, sage ich mal, mit den alten Gebäuden. Und hier hinten kommen dann eher so Neubaugebiete in die Richtung der Industrie mit so hohen Häusern, Plattenbauten. Aber das müssen wir auch erst erforschen. Frage, wo die Uni hinkommt, natürlich relevant. Die Uni könnte aber einfach auf die Seite. Hier so das Reichenviertel mit den Professoren auch. Und dann hier, das Uni-Gebäude und hier so die Studentenwohnheime. Die werden dann auch über die Verkäufersache gleich mit verbunden. Das macht viel, viel Sinn. Klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir erfahren, ob so ist. Und wir gucken dann mal, wie sich das entwickelt. Ob wir ins Plus rutschen oder eben nicht. Bis dann.